Willkommen, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Wir bereiten uns vor auf einen Kampf. Wir, die Schluchtenritter, das ist Danu. Hi. Eva. Hallo. Matze. Moin, moin. Und Betsy. Grüß Sie. Und Lynn. Dini hat technische Probleme, ist hoffentlich demnächst wieder bei uns, sodass wir jetzt zu fünft versuchen, ja, den Terrazino da von unseren Fähigkeiten zu beeindrucken. Ich muss weg. Ich fliege. Gut, ich versuche mal anzuschießen. Ah, jetzt ist sie gerade ein Stück hoch. Ja. Ja, hat gesessen. Jo. Okay, die macht deutlich weniger Schaden. Ich schieße schon Lassen mal. Lassen wir sie erstmal, oder? Ja, genau. Also da ich von da mit Speer nicht treffe, warte ich, ja. Nee, sie schaut auch schon schlecht aus. Haben wir auch nicht. Die macht sich an den Spikes kaputt. Ja. Sehr cool. Mhm. Ja, Eva, kannst du aufhören, lass sie. Sie hat noch genug Spike Walls, denke ich. Die ist gleich kaputt. Links wedelt auch noch ein Schwanz hinterm Stein. Was? Hinter dem Stein? Ja, das ist ein Diplodocus oder sowas. Achso, okay. Ja. Die eine Spike Wall wird es wahrscheinlich noch schaffen und bei der nächsten soll es dann drauf gehen. Aber ich sehe gar keine. Ja. Da geht's wieder. Jetzt guckt sie. Guckt sie doof, genau. Ja, sag jetzt ich doch. So. Und da ist sie hier. Ja. Boah, hat die aber schon noch schön im Mund bewegt. Als hätte sie Zahnstocher da drin. Irgendwie ja. Gewisserweise. Also ich meine, die ist wirklich schön. Wahr. Sie ist wahr schön. Jetzt ist sie besonders schön, ja. Sie ist nicht tot. Das Rot ist schön. Gut. Ja. Da läuft ein Para. Ja, darf ich okay. Para stört uns nicht. Aber wir brauchen ein bisschen Fleisch und Hide. Hast du schon? Okay. Ja. So, und dann hätte ich jetzt gesagt, weitere Spike Walls hier oben, dass wir quasi diese Wand, diese Cliffwand benutzen können als vorläufige Grenze. Okay. Wie gesagt, Vorschlag. Ja, wir brauchen einen sicheren Platz, damit wir hier unten die Hütten aufbauen können. Das ist okay. Weil bis wir Hütten aufbauen können, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Eigentlich nicht. Naja. Jetzt schauen wir mal. An. Ah, das sind die Lachs. Hier sind hey, Lachse cool und Fische. Ja. Sehr gut, hier sind viele Fische. Da hüpfen gerade die Lachse rauf. Pizzi, ich stelle da mal Dings her, da kannst du Wasserbeutel dann reintun. Du wolltest ja Salz haben. Ja. Ja, das sieht gut aus hier. Aber wenn du hier reinfällst, kommst du nicht wieder raus. Du musst da einmal durchschwimmen. Es hat noch einen weiteren Nachteil der Platz. Na? Wir müssen gucken, dass wir uns einen Baum ausgucken, wo es Säule gibt. Mhm. Weil das. Ich gehe aber davon aus, da herüben gibt's beim Paar Säul. Ja, ich denk's auch, aber gucken müssen wir. Ja klar. Haben wir noch Spike Walls? Jetzt könnte ich nämlich jetzt noch welche. Jo, ich komm. Nee, ich komm runter. Nee, ich bin ja hier unten. Matze, kannst du ein Lagerfeuer machen? Ja. Dano, was hältst du davon, das Lagerfeuer hier oben hinzumachen? Wo? Wo ich stehe. Ja, zum Beispiel. Oder da, ach, du willst da so eine Kochideen machen oder was? Nee, ich mach da jetzt nur gerade ein paar Storage Pots hin, damit wir mal was aufbauen können. So, also, hier sind die. Und wenn es nur momentan als Holz- und Steinlager dienen, ist ganz egal. So, Feuer hier oben, ja? Ja. Ich schau mal, dass ich ein oder zwei Kübel machen kann und schau, wo es Säule gibt. Weil dort bauen wir dann dieses Dings auf in der Nähe. Mhm. Ich habe auch schon welche gemacht. Okay. Kübel kann ich auch bauen. Sehr gut. Ich hab ja, aber nicht zu viel. Ich gehe schon ausprobieren, wo es geht. Ja, nee, aber nicht. Für die Clay-Herstellung brauchen wir die eh. Ja, ja.
Nee. Also diese einzelnen Bäume könnt ihr vergessen. Was geht, ist ein Stück weiter auf dem Rückweg quasi. Da sind ja Bambusgewächse, da geht's auch. Ja, also da Pech gehabt, da geht's nirgends. Okay. Gut, dann kann man die halt auch fällen, das muss man ja wissen. Fällen kannst du es auch, wenn es Säul dort gibt. Ja. Du musst dann nur die Stelle merken. Nee, also da auf der ganzen Fläche nix. So. Okay, Dodo Nummer 1. Bin dehydrated am Wasserfall, das kann ja eigentlich nicht angehen. Ah. Doch. Hier geht alles. Damit wir hier schon mal ein paar Eierleger haben. Da gab's eine Stelle. Okay. Wo ist der Flug, Saurier? Welcher Flugsaurier? Der Ichthyornis. Achso, der ist hier oben. Geht nicht Fisch für ihn. Der sitzt hier. Da wird er sich freuen. So. So. Wo willst du hin? Ja. Warum ist er sofort auf Follow, wenn man die... Weil er annimmt, dass du jagen willst. Der stellt sich automatisch um auf Follow. Nee. Nee, er ist aber auf No Hunt. Das ist wurscht. Er stellt sich trotzdem automatisch auf Follow, sobald er ihn runtergibst. Er kommt. Gleich runter. Wenn jemand Leder hat... Irgendwann mal würde ich das gerne nehmen, da würde ich auch mal ein Mörserchen aufstellen. Ja. Mörserchen steht schon eins am. So? Um die Ecke. Wo ist um die Ecke? Soll ich ihn runterbringen? Oben das provisorische, das Plateau. Das kannst du ja aufnehmen und kannst es da unten hinstellen. Gut. Ich habe jetzt auch einiges an. Bring's mit, Matze. 12 Buckets mit Säulen habe ich. Ich auch da. Okay, und hier oben steht ein Dodo, der heißt Lederjew. Da könnt ihr den Scheiß reinschmeißen. Ja, dann nimm doch. Oder egal. Aber ich würde sowieso gern 2-3 Mörser bauen, davon abgesehen. Geht sie? Okay. Bitte? Sag nur danke. Achso. Ich hab jetzt ist das so ungewohnt für dich, dass das jemand zu dir sagt? Ja. Oh Gott, Sünde. Jetzt hätte man Danke gesagt, Hilfe. Klang sogar. Ich hab nur Pezi verstanden, nicht mehr sie. Sie, Pezi. Der Vogel schon unten? Ah, der Vogel ist unten. Der sitzt doch da bestimmt schon, oder? So. Da ist noch ein Dodo. Bist du ein Mädchen? Ich hab hier Säulen für dich. Warte. Nein, du bist auch ein Junge. Mörser stell ich mal ins Wasser, das nervt weniger, ja? Ich hätte jetzt was? Ans Wasser oder halt quasi hier in die Ecke. Das war hier so. Ja, es wäre halt gut, wenn es irgendwo nah am Wasser und nah am Säulenspot wäre. Ja, nah am Säulenspot ist nicht. Ja, die ist nicht. Wo ist ja, denn der weil nächste? Der ist ein Stück weg. Weil wir in der Basis da überhaupt kein Säul haben und dort, wo die Einzelbäume stehen, auch nicht. Oh, das ist natürlich schlecht. Ja, nur es ist halt trotzdem schön, den Weg so kurz wie möglich zu haben. Ja, aber, ist klar. Naja, stelle ich sie hier hin, auch wurscht. Vielleicht finden wir ja noch ein Plätzchen. Oh, schön, entspannt. Hier gibt's nur männliche Dodos. Wir haben ein Problem. Wir müssen nochmal. Ich guck mal, ob ich einen weiblichen finde, damit wir hier schon mal ein paar Eier haben. Hier sind mega neuer. Ich hab hier auch Dings in der Mare schon. Feldflasche noch. Für dich zum Craften. Alles gut.
Haben wir Kekse? Hab ich Kekse? Hier ist ein Schweinchen. Zehmann. Ja, ja, ich guck mal womit. Unten die Lo. Plantpot. Moment. Ja. Das ist so schön, wenn der Mörser direkt am Wasser steht. Da braucht man sich nur noch nicht mal mehr hin und her drin. Nee, nicht mal mehr das. Oh Mann. Hast du da genug, oder? Ja, das reicht. Ich hab noch welche. Nee, das sind schon genug, dann habe ich ja so viel Slots hat der Mörser gar nicht. Dann mache ich hier für Salz. Da sind auch welche drin, schauen. Auch gut. Sharpen. 7. Okay, das ist Close Fiber. So. Also hat noch jemand Hide, zufälligerweise? In Lederjoe oben, in dem Dodo. Im Lederjoe. Warte, auf der Plattform? Ja. Da ist das. Ist der. Lederjoe. Du hast sie nicht so genannt, oder? Doch, natürlich habe ich ihn Lederjoe genannt. Wie eine Peitsche in die Hand. Weil er das Leder trägt. Also in einer Stadt, zu der ich einen privaten Bezug habe, gibt es einen Laden, der heißt Lederheinz. Der verkauft Gürtel. Ich finde es aber trotzdem irgendwie. Ja. Ne? Lederheinz ist jetzt irgendwie nicht so cool. Nee, ne? Das liegt aber am Heinz, nicht am Leder. Nee, das liegt schon am Heinz. Ey, lieber. Heinz ist ein schöner Name. In Ohren. Mein Vater ja, zu heißen, lieber. Du heißt Heinz? Nein, mein Vater. Ach so. Ja gut, für die Generation ist es okay. Wie ist das nicht rausredet? Aber jetzt aktuell finde ich Heinz nicht so pralle. Jetzt, nicht jetzt das Kann so nennen. Kann einer das, die Kohleherstellung machen? Den Meiler? Bin ich schon dabei. Ich brauche gerade nur 25 Clay. So, hol ich mal gerade. Ich habe gerade erst die anderen Stationen vorher gebaut. So. Okay. Wir stehen schon. Aber wo ist der denn hin? So. Ah, okay. Ich gehe jetzt mal einen Dilo erlegen und Mal eben schnell. Nee, nicht mal eben schnell. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ach, da drüben. Dann ja, völlig entspannt. Naja, in der Nähe von den vom Holz. Ja, wir bauen gerade doppelt. Okay. Mein PC hat da drüben schon ein Ding stehen. Ist schon wieder weg. Also. Dann stellst du dazu. Oh, stirb. Was? Fall um. Jawohl. So, werden noch Spike Balls gebraucht? Jede Menge. So, das waren die mega neu. Dann war hier ein Nest, glaube ich. Wo ist es denn? Nö. Wo ist denn das Schweinchen jetzt? Schweinchen! Ja. Wo bist du? Bin ich bescheuert? Oh, hier ist das schön. Oh, ist das hier schön. Cool. Und der Schwein ist da unten. Toll. Knochen, warte mal. Hab ich ein paar, ja. Was gibt es? Ich bräuchte eine Säge. Achso, eine Säge kannst du. Du hast eine fixfertige. Warte mal, ich brauche Holz dafür. Holz ist in der Chopping Station. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wo geht's denn hier lang? So. Okay. Da hoch. Hm.
Fetze, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Für die Töpfe. Hier, sind wir da. Sehr cool. Ja. Bitteschön. Dankeschön. So, ich guck mal, ob ich das Schwein erreiche, aber ich glaube. Verdammt. Sehr schade. Hier gibt es einen wunderschönen Abgang durch so einen Feldspalt zu einem ganz großen See runter. Das sieht richtig cool aus, aber ich glaube, damit sind wir noch weiter weg. Ich glaube nämlich, das Schweinchen ist hier durch den Kampf mit dem Dilo den Berg runtergesprungen. Es wollte Suizid begehen. Stimmt mal. Ja, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann, wo hast du Säugel gefunden? Da vorne irgendwo. Ich bin da durch die Gegend gelaufen und habe permanent gedrückt. Hier bei den Spikes raus, Matze. Ich wollte gerade fragen, wo da vorne irgendwo ist. Genau. Da raus und dann bin ich wild durch die Gegend gelaufen, einmal ist gegangen. Renn nicht zu wild, vielleicht findest du die Stelle dann. Hier ist eine Schlucht, Hilfe. Also da solltest du bitte nicht rein. War knapp. Da gibt's kein Säul. Ach so, da gibt's Sand. Da gibt's einen Deckel. Fällt da sicher irgendwas am Kopf, ich bin vorsichtig. Du hast ihn erschreckt. Den? Ach, den Affen. Oh, sorry, habe ich gar nicht gesehen, dass du da was gut machst. Nein, alles gut. Der kommt schon wieder. Irgendwann. So. Ich geh mal den wilden Jäger da oben füttern, der nicht jagt. Oh, was läuft denn hier rum? Ein Stego. Herrgott, soll doch irgendwo mal ein bisschen Erde geben. Ich glaube, sowas gibt's nur am Strand. Da ist Sand. Warst du schon mal am Strand? Sand und Erde. Also hier oben sind ja ein paar Bäume, aber ob da was ist? Das ist hier schon noch ein Mörderzeichen, Termitenzeug ist in einem Danus-Fahrer oder was? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Nee, in meinem Inventar noch immer. Scheiße. Ich bring's gleich mit. Okay. So, kriegt der arme Dodo jetzt erstmal was zu futtern hier. Oder möchtest du lieber Setch essen? Ja, möchte er. Also dieser Ichthyornis frisst uns hier die Haare vom Kopf. Jupp. Ach nur, wie weit bist du da rausgelatscht? Nee, ich bin wirklich dort, wo ich nicht dachte, da hat's plötzlich reagiert, Matze. Wie gesagt, ich bin wirklich wild über die Fläche gerannt und habe permanent die Taste gestemmt. Das war kein Scherz, dass ich das gemacht habe. Ich habe es wirklich gemacht, Matze. Aus Verzweiflung. Ja. Ja. Weil hier nirgends Säule ist. Und dann gab es plötzlich eine Stelle, da hat es reagiert. Ich habe mir nur nicht aufgeschrieben, wo, weil ich zu schnell drüber war. Hier reagiert nichts irgendwo. Ach du Kacke. Ach du Kacke? Was ist das? Na, in dem Affen sind gerade 1000 Fiber drin. Ich weiß. Der ist brav. Ja, wenigstens einer, oder? Ah, kriegt eine Biere. Eine. Ja, man darf sie nicht übertreiben. Das hat sich daran gewöhnt, ja. Genau. Oh Mann.
So, Movement Speed nehmen wir auch einmal mit. Geh mal eben schnell Erde holen. Mal eben schnell. Oh, oh. Und tschüss, Matsche. Matsche, Matsche. Matsche? Hm? Matsche, Matze. Oh Mann. Weil bestimmt ist er gleich tot. Ich warte auch schon gespannt auf den roten Schriftzug. Nein. So. Ich halte, soll ich bald einen kühleren Platz aufbuchen? Mhm. Als hätte ich andere Probleme. Welche hast du denn so? Erde. An Mond. Oh. Ah, nee. Wie spät ist das? 19 Uhr. Oh, wir müssen rechtzeitig am Lagerplatz sein wieder. Das wird dauern. So, wir waren doch vorhin Dodos, oder? Ich habe auch schon eben einfach nur aus Frust Lystro gekillt. Matze. Als ging. So einer bist du. War mir im Weg. Was hat er denn getan, der Arme? Er war. Ja. Er war dir im Weg. So, hier, der war. Hier vorne gibt's Zoll. Was? Hier vorne gibt's Zoll. Wo? Matze sucht Zoll. Nur, dass du's mal gesehen hast. Du warst hier eben auch. Hier gibt's Zoll. Ich hab grad 10 Eimer geholt. Wo? Hier, da, wo du eben Stelle. Standst. Hier. Hier rum. Hier rum. Hier, ja, hier. Ja. Oh Gott. Wer malt ein rotes Kreuz bitte auf den Boden? Nein, merkt ihr einfach den Stein. Also ja, nicht den Stein da weg. Ja, ich. Hui. Welche Richtung seid ihr gelaufen? Ist nicht anders. Da vorne zum Wasserfall. Sag mal, okay. Könntest du mal kriegen, du böse Vieh? Ich werde hier nie wieder wegfinden, das wisst ihr, ne? Ja, aber das macht nicht. Auch erstmal nicht. Ich kann mir merken, dass das der Stein war. Ich werde ihn nur nicht finden. Doch, ich den finde ich jetzt gerade noch. Dir ein Schild hinstellen, wenn einer Schilder gelernt hat. Nein. Gerade unwichtig Schilder. Komme ich denn da wieder nach Hause zum PC? Nach Hause zum PC? Nach Hause zum PC. Wir wussten schon immer. Hier geht's ja runter, das ist ja ein Wasserfall. Hilfe. Nein. Das ist ja auch cool da. Aber da wohnt der Spino, da will ich nicht hin. Da hinten kommt man doch hoch. Wo willst du denn hin? Heim. Hier ist ein Female Dodo. Level 5, aber ist egal, wa? Ja. Fürs freie Leben ist der Level doch. Mach jetzt nur noch harmlose Dinge wie dem herstellen. Aber erst in der nächsten Folge, oder? Was? Na, ich hau den noch schnell rein. Oh. Matze wird mutig. Ja, ja. Leben auf die letzte Sekunde. Ja, ja. Voll, ich bin hier voll das mit dem Feuer, ne? Um unser aller Leben. Oh Mann. Oh Gott, der war schlimm. Na, komm her. Yeah. Ja, bei der Vorlage, ha? Huh? Komm her, du. Du bist ein Mädel, dich muss ich mitnehmen. Also ich hab da irgendwie ein verpacktes Vieh. Er hat 2 Bären gegessen und jetzt ist er am Verhungern. Wer? Ja. Ein Affe. Das gab's im anderen Arc auch schon. Wie gesagt, ich sehe, dass er Blutflecken kriegt, aber er steht da, er hat keinen Hunger. Nein, das passiert dann mit anderen Tieren auch. Ja. Ja gut, dann kill ich ihn jetzt, weil zähmen lasst er sich offensichtlich nicht. Nee. Der ist in der Tat verbuggt. Wie schade. Ja, der wäre Level 66 gewesen. Wäre schon ganz netter Affe gewesen. Na gut. Vielleicht findet Danu ja in der nächsten Folge 9. So, du Hühnchen. So, mit diesem Anblick auf den heimischen Herd beenden wir dann die Aufnahme. Ich habe jetzt
langsam gerafft. Ja, die fallenden Baumstämme. Gut. Also, es verabschieden sich die Danu. Tschüss. Die Deva. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss. Und Matze, bei dem es ums Leben geht. Ja, ich kann mich nicht verabschieden. Ich muss hier, es geht ums Leben, genau. Ja. Keine Zeit für sowas. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.